Guten Abend, ihr Lieben. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Gemeinde, es ist eine besondere Zeit, in der wir leben. Es sind besondere Umstände in unserem Land und sozusagen auch fast weltweit. Und es ist auch ein besonderes Abendmahl in zwei Hinsichten. Zum einen die Durchführung, dass wir es im kleinen Kreis gestalten und ja auch in diesen Tagen, dass wir biblisch darüber nachdenken, über Jesu Leiden und Sterben. Und auch an dem heutigen Abend, ja sozusagen an diesem grünen Donnerstag, wie er mit seinen Jüngern zum letzten Mal dieses Passamahl und im Anschluss dieses Abendmahl zu sich genommen hat. Ich denke, dass in diesen Tagen besonders Verse oder Aussagen aus der Bibel dem einen oder anderen noch bedeutsamer geworden sind. Zum Beispiel der Vers aus Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. In verkürzter Form könnte man es so sagen, wie es hier auf dieser Tasse steht, weniger Sorgen, mehr Gebet. Diese Tasse ist zu meiner Lieblingstasse in dieser Zeit geworden. Oder auch die Aussage Jesu aus Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und plötzlich wird auch diese Aussage total real für uns in dieser Zeit. So hatten wir zum Beispiel mit den Männern je zu zweit einen Gebetsspaziergang gemacht, um über Gottes Wort zu reden, uns auszutauschen, zu ermutigen und gemeinsam zu beten. Doch scheint das Abendmahl heute irgendwie total ungewohnt zu sein, weil eben dieses als Gemeinschaftsmahl auch bezeichnet wird, wo man zusammenkommt und Gott gemeinsam dafür dankt, für dieses große Werk. Lass uns deswegen heute nochmal den Blick ganz bewusst auf das Wesentliche fokussieren. Und ich möchte ein paar Dankespunkte erwähnen, die wir in unseren Gebeten vor unserem Herrn bringen können und ihm innig danken können. Der erste Punkt ist die Unveränderlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind in diesen Tagen so mit so vielen Veränderungen konfrontiert worden, Maßnahmen und Regeln, an die wir uns zu halten haben, sei es auf der Arbeit oder auch allein schon beim Einkaufen. Wie ist es bei unserem Herrn? Unser Herr ist ohne Veränderung. Er ändert sich nie. In Hebräer 13, Vers 8 kommt dieses ganz deutlich zum Ausdruck. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ihr Lieben, wenn Jesus unveränderlich ist, damit deutet das auch, dass seine Tat, die er für uns vollbracht hat, sein Erlösungswerk, auch heute noch die gleiche Kraft und die gleiche Bedeutung hat. Ja, sein Blut hat immer noch die Kraft, Sünden zu vergeben. Und diese Sündenvergebung bewirkt bei den Menschen, bewirkt bei uns diese tiefe Beziehung, diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist der zweite Punkt, wofür wir danken möchten. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, schon jetzt und hier. Als Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Passamahl zusammengekommen war, sagte er zu ihnen in Lukas 22, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht hatte Jesus erwähnt. Aber Jesus, war da nicht noch ein Judas dabei, der dich verraten würde, so dass du
leiden musst, so dass du geschlagen wirst und dass du am Ende sogar sterben wirst? Oder auch ein Petrus, der dich verleugnen würde? Oder auch die anderen Gedanken der Jünger und die Charaktere sah er doch ganz genau. Ja, Jesus sehnte sich nach Gemeinschaft mit ihnen. Wie sieht das bei uns aus? Könnte Jesus aufgrund unserer Gedanken, aufgrund unserer bösen Absichten, die manchmal in unseren Gedanken oder in unserem Herzen sind, auch nicht die Gemeinschaft verweigern? Könnte Jesus nicht sagen, nein, mit dir möchte ich nichts zu tun haben? Rein menschlich gesehen hätte er volles Recht dazu, diese zu verweigern. Aber Jesus sieht uns in seiner unendlich großen Liebe und in seiner Gnade an und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Ich möchte in dir wohnen. Ihr Lieben, was für ein wundervoller Heiland, was für ein wundervoller Herr Jesus haben wir. Ja, dieses Faszinierende dabei ist, dass er zu uns kommt und Gemeinschaft haben möchte. Derjenige, der für dich und für mich gelitten hat, der möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er ist für unsere Schuld gestorben und hat am Kreuz für unsere Schuld gesühnt. Und nicht nur hier, sondern bis in alle Ewigkeit möchte Jesus Gemeinschaft mit uns haben. Das ist der dritte und letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, wofür wir danken können und was uns doch mal voller Hoffnung und Zuversicht machen möchte. Die Gemeinschaft mit dem Herrn in Ewigkeit. Ja, diese Gemeinschaft mit ihm hier auf der Erde ist nicht zeitlich begrenzt, sondern sie reicht bis in die Ewigkeit hinaus. Viele wünschen sich in dieser Zeit, dass die Maßnahmen, dass die Einschränkungen schnellstmöglich sich wieder ändern oder aufgehoben werden. Aber das ist eine vage Hoffnung und keiner weiß so richtig, wann sich das Ganze ändern wird und wie sich das Ganze ändern wird. Aber im Wort Gottes haben wir feste Zusagen, auf die wir bauen dürfen. Und so hat er auch verheißen, dass wir bei ihm sein werden und dass wir dort das Mahl, dieses Hochzeitsmahl mit ihm feiern werden. Ich möchte uns dazu die Verse aus Offenbarung 19 von Vers 5 bis 9 lesen. Aus der Offenbarung des Johannes von Vers, Kapitel 19 von Vers 5 bis 9. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. So herrlich wird die Zukunft, die zukünftige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus sein. Ihr Lieben, mit diesen Worten aus der Schrift, lasst uns hoffnungsvoll und voller Zuversicht zu dem Herrn kommen und mit ihm auch dieses Abendmahl gemeinsam halten.
Heute hat jeder die Möglichkeit, in mehreren Gebeten dem Herrn dankbar zu sein für sein Erlösungswerk, für sein Verlangen, seine Sehnsucht mit uns Gemeinschaft zu haben, für sein Wesen, dass er unveränderlich ist und sich niemals ändert, und für die Gemeinschaft, die wir in Zukunft bis in Ewigkeit mit ihm haben dürfen. Wir wünschen euch und euren Familien eine gesegnete Zeit jetzt auch an diesen Feiertagen. Unser Herr ist Sieger auch über den Tod und er wird bald kommen. Das ist unsere feste Zuversicht und unsere Hoffnung. Seid gesegnet, ihr Lieben. Amen.